Heute? Was heißt es nun, Jesus durch die Osterbrille zu sehen? Jesu Leben endet dramatisch. Er wird, wahrscheinlich im Jahr 30 unserer Zeitrechnung, am Kreuze hingerichtet. Bald nach seinem Tod verkünden manche seiner AnhängerInnen, Jesus sei ihnen begegnet, er sei lebendig, Gott habe ihn auferweckt, er sei auferstanden. Mit der Hinrichtung Jesu und dem Glauben an seine Auferstehung werden all die Erinnerungen durch die österliche Brille betrachtet. Fortan geschieht die Überlieferung in der Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Erinnerungen aus der Predigt und dem Leben Jesu werden im Lichte des Osterglaubens neu gedeutet. Jesus selbst ist nicht mehr nur der Verkündiger, sondern er wird zum Verkündigten. Das heißt, es wird in den nun entstehenden Schriften nicht nur davon erzählt, was Jesus verkündigt hat, also zum Beispiel das Reich Gottes, sondern die Person Jesus rückt in den Mittelpunkt, so auch der Glaube an seine Auferstehung. In den Erzählungen über Jesus finden sich also wesentliche Informationen über das, was Jesus aus Nazareth gesagt und getan hat. Aber zugleich finden sich in den Erzählungen die Glaubensaussagen, in denen die frühen Christen, also seine Fans, bekennen, was ihnen dieser Jesus bedeutet. Von der Erfahrung der Auferstehung geprägt, also quasi mit der österlichen Brille betrachtet, überhöhen sie Jesus. Und in sogenannten Hoheitstiteln, wie zum Beispiel Christus, Sohn Gottes, Kyrios, das heißt der Herr, in diesen sogenannten Hoheitstiteln bringen sie ihren Glauben an den Auferstandenen zum Ausdruck. Zudem entstehen die Evangelien in den Ferngemeinden während der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Sie werden zu bestimmten Anlässen und für den konkreten Einsatz auf konkrete Probleme hin verfasst. Krisen in und außerhalb der Gemeinden spielen mitunter eine entscheidende Rolle. Diese Spannungen sind in vielen Erzählungen schier mit den Händen zu fassen. All das prägt ihre Darstellung von Jesus. Die Jesus-Anhänger erzählen so über Jesus, dass in den Erzählungen sie Antworten auf ihre Probleme geben. So spielt beispielsweise die Erzählung von der Sturmstillung in Matthäus Kapitel 8 auf die Schwierigkeiten der Jesus-AnhängerInnen in der Matthäus-Gemeinde an, die schwierigen Problemen, unruhigen Zeiten entgegensieht. Bildlich droht das Boot der Gemeinde zu kentern. Die Erzählung von der Sturmstillung soll Hoffnung machen, den Jesus-Fans Mut zusprechen, weiterhin an Jesus als den Messias zu glauben. Die Darstellung von Jesus in den Evangelien ist also zum einen durch die Osterbrille, das heißt den Glauben an seine Auferstehung, und zum anderen durch die Probleme und Fragen aus dem Alltag der Jesus-AnhängerInnen, also der Messiasgläubigen, geprägt. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schau dir auch das folgende Video an. Arbeitsblätter zu dem Thema findet ihr in der folgenden Zeitschrift.